Hi, ho und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ja, Mittwoch. Ja, heute ist Mittwoch und mein Mac ist immer noch nicht wieder da. Dafür sieht es jetzt bei mir im Zimmer ein bisschen unordentlich aus gerade. Ich bin froh, dass ihr nur diese Wand seht, weil da vorne steht so ein kleiner Flaschenverhau. Ich trinke gerade zurzeit ein bisschen schlecht und jetzt habe ich mir viele Flaschen hingestellt. Mit dem Ergebnis, dass ich immer noch schlecht trinke. Ja. Gut. Das Zweite, was ich sagen möchte, ist, ich möchte mich für jegliches Blitzen hier diesbezüglich entschuldigen. Es ist nur so, ich trage ein viel zu großes T-Shirt und das ist gerade einfach angenehm und ich mag es gerade und es gibt mir so eine gewisse Sicherheit. Und ich neige gerade dazu, etwas kalt zu sein. Ja, das ist ein doppeldeutiger, wenn ich gerade mal so drüber nachdenke. Und ich werde euch auch nachher erklären, wieso. Aber auf jeden Fall, ich friere gerade ganz gerne. Und da ich es gerade nicht spüre, ziehe ich lieber etwas dickeres Pulloverchen an. Ist jetzt nicht zu dick, aber auch nicht zu dünn und ist schön weich. Aber die Sache ist halt, blöderweise ist es mit ein paar großen zu groß und deswegen rutscht es mir alle paar Minuten irgendwo irgendwie weg. Und ja, was ich heute mit euch bereden möchte, ist das Thema, woher weiß ich, dass es mir schlecht geht, wenn ich mich selbst nicht wirklich wahrnehme oder wenn ich mich selbst nicht spüre. Also für mich ist es gerade so, dass es mir wirklich nicht gut geht. Aber ich spüre es nicht. Ich merke es also wirklich an keinem dieser typischen Zeichen. Ich bin etwas verpeilt, gut, das gebe ich zu. Aber ich bin auch manchmal einfach so verpeilt. Oder ich bin sehr müde. Aber das kann auch das Wetter sein. Und so habe ich mir das bis jetzt immer erklärt. Und ja, es ist einfach so, ich spüre diese wirkliche Erschöpfung, diese ganzen Auswirkungen spüre ich jetzt so an sich komisch. Also mir tut natürlich der ganze Körper weh. Ich habe Kopfschmerzen die ganze Zeit. Ich bin eigentlich immer müde und so. Aber ich spüre meinen Körper nicht mehr. Ich nehme mich selbst nicht mehr wahr. Ich nehme die Auswirkungen wahr, wie zum Beispiel die Kopfschmerzen oder eben diese furchtbar, furchtbar Schlappheit. Furchtbare, wer ist dann entschuldigt, diese furchtbare Schlappheit, die Erschöpfung. Ich spüre auch das, dass ich im Prinzip gerade Minimum so um die 16, 17 Stunden schlafe. Das ist nur, weil mein Computer weg ist. Das ist schon irgendwie strange, wenn ich mal so drüber nachdenke. Oder ich spüre auch, dass ich gerade sehr intensiv, also wirklich sehr schnell in sehr tiefen Schlaf reinkommen. Also ich bin ja jemand, sonst liege ich wach, 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 drehe mich um, wach, 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 drehe mich nochmal um, wach, wach, dann schlafe ich ein, um dann ungefähr eine halbe Stunde später wieder aufzuwachen, weil ich auf Klo muss. Aber jetzt zur Zeit ist es so, dass ich ins Bett liege, ich schlafe ein, ich schlaf, schlaf, schlaf. Dann wache ich irgendwann nach so ungefähr 4 Stunden auf. Dann geht es für mich ab zum ganz. Dann denke ich mir so, ah, ich könnte jetzt aufs Klo. Dann drehe ich mich wieder um, schlafe wieder weiter, schlaf, schlaf, schlaf. Und dann ungefähr um morgens latsche ich dann so das erste Mal Richtung Toilette oder eben noch kurz vorm ins Bett gehen für Marathon, alle 10 Minuten gefühlt muss ich rennen, so. Das ist eben wirklich so, ist für mich ganz komisch. Also mein Körper macht auch nicht das, was er sonst macht. Man könnte so sagen, ich bin mir selbst fremd. Alles, wo bei mir eigentlich wirklich so, wenn man so möchte, gesetzte Regelung ist, wo wirklich alles, worauf ich mich verlassen kann, sowas wie, ja, ich schlafe nicht sofort ein und muss dann nach einer Stunde pinkeln. Das ist bei mir Normalität. Und dann, sowas auch so Normalität ist, ich trinke gut, ich trinke nie wirklich gut. Ich habe es nicht so mit dem Trinken. Das werde ich euch auch irgendwann mal in einem anderen Video vielleicht mal besprechen. Jeder, der jetzt gerade ein Glas irgendwie in der Nähe hat, trink jetzt einen Schluck. Das ist deine Chance. Oh Mann, das ist immer so fies, wenn man selbst predigt Dinge, die man selbst nicht wirklich tut. Oh Mann. Naja, auf jeden Fall ist es so,
Ich komme mir gerade zur Zeit in mir selber fremd vor, weil alles, was ich für mich so als normal, als Regelung, als Ablauf wahrnehme, funktioniert gerade nicht. Oder sowas wie, ja, ich bin gerade heute schon extrem stolz auf mich, weil ich es geschafft habe, 4 Flaschen Wasser hochzutragen. Und zwar ein Treppenaufsatz. Und es ist jetzt kein Witz, ein Treppenaufsatz. Und ich bin hochgekommen und habe mich angehört wie Darth Vader. Ich habe wirklich gekeucht. Das war nicht mehr normal. Ich habe so eine extrem für mich krasse Erschöpfung. Weil für mich ist es so krass, weil ich es nicht spüre. Weil wenn ich hier in meinem Zimmer hocke, mit zugemachtem Rollladen und allem, dann spüre ich halt die Kopfschmerzen. Ich spüre, dass ich müde bin. Aber ich merke halt nicht, wie erschöpft mein ganzer Körper eigentlich ist. Das ist so dieses, wenn ich mal so drüber nachdenke, wenn ich so drüber nachdenke, wie viel ich schlafe, wie wenig ich gerade auch esse. Ich bin wirklich gerade ein ganz schlechter Esser. Ich mache mir Portionen ungefähr so, ja, 2 Teller Nudeln, vielleicht auch mehr. Essen tue ich dann am Ende einen Teller Nudeln und bin dann schon so pappsatt, dass ich wirklich denke, oh nö, nicht noch ein. Oder ich habe meiner Mutter gestern, waren meine Mutter und ich unterwegs und dann habe ich zu meiner Mom gesagt, ich möchte ganz viel Pommes vom McDonald's. So richtig, richtig, richtig viel Pommes. Ich will so viel Pommes, dass alles zu spät ist. Und dann habe ich eben eine große Packung und noch eine mittlere Packung bestellt. Und habe dazu noch so Käse, 2 Käse, Camembert-Dinger bestellt und dann noch so ein paar Rösti. Gegessen habe ich am Ende ungefähr 5 Rösti, 3 Pommes und dann noch die Camembert-Dinger. Das sind ungefähr dann 8 Stück gewesen. Und dann war ich so pappesatt. Das war wirklich, ja, die Pommes sind übrig geblieben zum größten Teil und ich weiß auch nicht, wo die jetzt sind. Komisch, fällt mir gerade das wieder ein. Aber auf jeden Fall, ich bin auch wirklich geradezu erschöpft zum Essen und ich habe voll lange drüber nachgedacht, so warum ist so, wieso fühle ich mich eigentlich so komisch? Weil in solchen Momenten, wenn ich so erschöpft bin, dann ist mir auch das logische Denken irgendwie fällt mir dann schwer. Und dann denke ich so, vielleicht habe ich ja Eisenmangel. Vielleicht liegt es an der Sonne. Und dann habe ich wirklich so stundenlang überlegt, hier, da, was könnte es sein? Und ich bin einfach nicht drauf gekommen, warum bin ich so erschöpft, warum bin ich so groggy nach nur gefühlten Aufgaben, die ich normalerweise doch eigentlich packe. Weil gut, ich bin jetzt niemand, der wirklich sagen kann, ich bin der König der Belastbarkeit. Aber so ein gewisses Pensum an Dingen schaffe ich schon auch. Und wenn ich zurzeit gerade so überlege, dass ich nicht mal dieses Pensum schaffe, dann ist das für mich richtig, ja, richtig deprimierend. Ich kann es nicht anders sagen, aber für mich ist es richtig deprimierend. Ich würde gerne viel mehr schaffen und schaffe es gerade nicht einmal wirklich mit mir klarzukommen. Ich weiß gerade nicht so richtig, was ich mit mir anfangen soll, weil wenn ich mir den Finger steche, ich spüre es nicht. Ich habe so richtig unpraktisch vor ein paar Tagen, habe ich hier ein Nagelhäutchen gehabt und das habe ich dann blöd weggezupft. Und dann habe ich meiner Mutter nicht sofort Bescheid gegeben. Und als ich es dann ihr gezeigt habe, war es schon ganz rot und entzündet. Und ich habe wirklich nicht gemerkt, dass es weh tut. Ich habe da drauf rumgedrückt, als wäre da nichts. So, ja. Und ja, es ist einfach, ich habe ja immer kein gutes Körpergefühl. Aber so gar nicht sich selbst wahrzunehmen, ist irgendwie komisch. Wenn man selbst gefühlt nicht mehr in sich drin ist, sondern wenn man sich nur noch von außen betrachten kann. Aber man es ja nicht tut, wenn man es ja nicht kann, weil es. Außerkörperliches Erlebnis hatte ich jetzt nicht, also so jetzt nicht, aber entschuldigt, ich bin etwas wirr. Und auf jeden Fall für mich ist es wirklich anstrengend, so zum einen, weil ich eben, weil wenn ich jetzt mich wo anschlage, wenn ich irgendwo mich verletze, dann spüre ich es ja überhaupt nicht. Und wenn ich es nicht spüre, kann ich es auch nicht verarzten. Und dann muss ich ständig im Prinzip gerade hinterher sein, irgendwo Spiegel zu haben, damit ich gucken kann, habe ich mich auch nicht irgendwo gerade fies verletzt und blute wie Sau und merke es einfach nur nicht.
Oder auch sowas wie, das ist für mich so krass gewesen. Also mein Hase, der schubst immer gerne seine Tränke auf. An dieser Stelle, das ist so diese eine Eigenschaft, die ich an ihr überhaupt nicht leiden kann. Sie ist so jemand, sie schubst dann die Tränke zur Seite und ihre Tränke ist halt rund und dann fliegt sie runter. Man hast dann immer so kleine Pfützen vor ihrem Stall. Und ich bin jetzt in so eine Pfütze reingetreten und habe dann eigentlich schon darauf gewartet, dass es jetzt Bäng macht und irgendwas passiert. Aber um echt zu sein, ich habe nicht mal gemerkt, dass es nass ist. Es hat nicht wehgetan, weil ich mich einfach selbst nicht wahrgenommen habe. Und ja, ist natürlich schon auch vorteilhaft, aber es ist eben auch doof. Weil ich würde einfach gerne wieder, ja, ich wäre gerne wieder Elena, nicht mehr nur Elena und die Hülle von Elena. Ich wäre gerne wieder komplett. Okay, das versteht jetzt, glaube ich, außer mir keiner, was ich damit sagen wollte. Auf jeden Fall, ja, wartet mal ganz kurz. Also, wie schon gesagt, ein Moment. Da. Ich wollte nur schnell meinen Querdenker-Quiz holen, damit wir das heute auch gemacht haben. Und zwar ziehen wir wie immer eine Karte und hoffen, dass sie nicht so viel Text hat. Und wir haben Pech. Sie hat viel Text. Also, sparen heißt unser heutiges Thema. Petra findet beim Aufräumen diese vier Kettenstücke. Es sind die Überreste einer Halskette. Sie geht damit zum Juwelier, um daraus wieder eine vollständige geschlossene Kette machen zu lassen. Für jedes Kettenglied, das geöffnet und wieder geschlossen, zusammengelötet, entschuldigt werden muss, verlangt der Juwelier 1,50 €. Petra hat leider nur 5 € dabei und möchte deshalb wieder gehen. Aber der Juwelier erklärt ihr, dass 5 € reichen. Wie geht das? So, ich zeige euch jetzt wie immer die Aufgabe und dann. Ja, wartet. Sekunde. So, jetzt. So, das war's für diese Woche. Es tut mir leid, falls mein Video sehr pillepalle war. Ich bin nur wirklich extrem müde und ich hoffe, dass das sich bald wieder legt. Und ja, ich möchte auf jeden Fall gerne wissen, was ihr dazu denkt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare oder ob ihr das auch kennt, dass ihr euch einfach überhaupt gar nicht mehr wahrnehmt. Ihr könnt mir auch gerne, wenn ihr mögt, einfach eine Nachricht auf Twitter oder Facebook schreiben oder an die bell.rietmann@outlook.com. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.